denn Love MJ kann auch Surfer und braucht es auch dringend. Ebenfalls gegen Mogelhieb. Tja. Jetzt brauchen wir nur noch Stärke und dann sind wir sehr gut ausgerüstet. Und jetzt können wir auch zum Schiffswrack fahren. Genau. Aber da können wir noch nicht, glaube ich, an Eisstrahl kommen, weil wir für Eisstrahl Taucher brauchen. Ach Mist. Ja, ist halt doof jetzt, ne? Und jetzt ist auch das Boot weg, weil wir jetzt ja mit dem Surfer auch hier überall hinfahren können. Das ist jetzt kein Problem mehr. Und ab dem 6. Orden können wir auch fliegen. Das heißt, jetzt können wir alle Pokémon-Trainer auf dem Wasser herausfordern. Yeah, endlich mal ein bisschen was Neues hier entdecken. Abwechslung. Trainer. Hi. Der blaue, blaue Himmel. Das unendliche Meer. Es ist so friedlich. Natürlich. Surfer können wir zwar ausprobieren, aber nö, mache ich jetzt nicht. Ah, Lehmschuss, komm. Na klar. Ganz schön stark die Trainer hier übrigens, auf Level 26, wow. Und jetzt geht's weiter hier auf der schönen, lustigen Route. Im tiefen blauen Meer schwimmen. Das ist das Größte überhaupt. Genau, das ist es. Der Guido. Es ist natürlich jetzt so, dass wir Striker vorne haben, weil Striker halt nur Wasser und Boden attacken kann. Aber naja. Ha, ist trotzdem sehr effektiv wegen Gift. Die haben aber gute Pokémon, muss ich sagen. Mal gucken, wo wir lang schwimmen. Ach, hier ist eine Insel, ne? Da können wir auch noch jemanden herausfordern, das ist lustig. Und hier in der Nähe befindet sich auch das legendäre Pokémon Regieyes. Hier in der Gegend soll es einen mystischen Felsen geben. Wie heißt du denn? Weißt du etwas darüber? Ja, ich weiß etwas darüber, habe ich gerade eben erklärt. Da befindet sich Regieyes. Wir haben ja Regirock schon gesehen, also die Hülle, wo sich Regirock befindet. Und das ist ziemlich cool. Lehmschuss. Nee, Surfer. Hier können wir Surfer mal einsetzen. Ich liebe Surfer. Surfer ist cool. Unser Training hat sich also gelohnt. Nur deswegen haben wir es geschafft, den 5. Orden zu bekommen. Und auswechseln. Ah, Knöpfe. Da. Nein. Tausch mit... Ich meinte Tausch mit Badnesser. Meine Fresse. Und der Tausch mit dem guten Smacks. Ach, wobei... Nerix kann hier ja ziemlich gut seine Stärken ausspielen. Der Nerix muss hier mal trainiert werden. Hey, jetzt können wir nicht mehr surfen. Müssen wir wohl hier hin. Jetzt haben wir 3 Pokémon, die Surfer können. Und hier könnten wir uns auch andere Pokémon noch fangen, wie Tentara zum Beispiel. Aber nee, das wollen wir nicht. Aber da merkt man einfach, dass die Trainer hier nur diese einfach die Pokémon hier gefangen haben, die sie gefunden haben und auch gar nicht trainiert haben. Bei Tentara Level 26 haben die Trainer hier überall, ja. Puh. Als ich dich sah, habe ich zuerst gedacht, ein Kind würde ertrinken. Dir scheint nichts zu fehlen. Wie wäre es deshalb mit einem kleinen Kampf? Ach so, ein Kind würde ertrinken? Das Kind bist wohl eher du. Carnivana. Flügelschlag.
auch wenn Rauhaut uns jetzt verletzt. Aber es war nicht so tragisch, oder? Ich meine, 5 KP. Weiter geht's. Ziemlich große Route, finde ich. Ha, ich bin ein lausiger Läufer. Aber im Wasser fängst du mich nicht. Mhm. Anscheinend ja wohl doch. Mann, hier nur Kiddies hier unterwegs, ne? Ignaz. Das ist der eine Arenaleiter. Nee, der Top 4 Trainer. Aus der Höhe. Sinnoh-Region. Muss ich auch mal hier wieder. Genau, Ignaz ist der eine Top 4 Trainer aus Sinnoh. Mit Feuer-Pokémon. Könnt ihr euch bestimmt noch dran erinnern? Ja, ja. Perfekt. Super viele Erfahrungspunkte und One-Hits. Ja, die Musik fängt gerade an. Bam. Kampf. Auch kein Wingull. Hi. Und Faustorhafen ist erreicht. Das Meer ist mein Garten. Ich werde es dir nicht leicht machen, Kind. Das wollen wir erstmal sehen. Endlich mal ein anderes Pokémon. Yeah, Weilmer. Weilmer ist ein bisschen zäher. Tada, Level 32. Und jetzt kommt erstmal Nerix eine Runde. Und danach kommt Snax. Die beiden schwächsten Pokémon, die wir leider haben. Ach, da war ein Item, super. Einmal aus Wasser rausspringen und wieder runterspringen. Oh, Protein ist gut. Das ist nämlich sonst richtig teuer. Gut, dass wir es haben. Oh, nochmal. Ach, hier sind wir wieder. Super. Erstmal ein bisschen chargen gehen, aufladen. Wie lange waren wir nicht mehr hier? Hier haben wir Love MJ gefangen. Das waren noch Zeiten. Und ja, den guten AK wollen wir auch nochmal trainieren irgendwann. Hoffentlich. Dann fahren wir jetzt mal eine Runde. Jupp. Kennst du einen kleinen Ort namens Faustorhafen? Nö. Das Schiffswrack wartet auf uns. Ein Wrack voller Trainer. Gut, Nerix, jetzt hast du gleich mal ein Pokémon, was du richtig ownen kannst mit deiner Vierfachschwäche. Oh, fast Level 27, Goldini. Und auch das wird geowned. Perfektes Training für Nerix. Ich finde, hier könnten wir Nerix auch mal auf das Teamniveau bringen, oder? Ich meine, Level 27 und die anderen sind schon ziemlich weit gekommen eigentlich. Aber ich glaube, Nerix werde ich außerhalb des Teams trainieren, das ist besser. Oh, ein Doppelkampf. Das kommt ja wie gelegen. Hey, du Noob. Das Meer ist wie mein Garten. Lass uns kämpfen. Die haben irgendwie die ganze Zeit die gleichen Sprüche. Das ist irgendwie total traurig. Kanivana.
Smacks. Komm schon, Smacks, du schaffst es. Was ist eigentlich Naturkraft hier? Probieren kann man es ja mal. Surfer. Wie ironisch. Das hat's ja richtig gebracht. Ja, hat es. Tatsächlich. Und Surfer bringt uns jetzt keinen Schaden. Denn Surfer ist hier noch eine spezielle Attacke. Absorber. Nee, bringt's auch nicht. Aber nochmal Naturkraft einsetzen, so können wir Surfer sparen. Denn wir wollen ja keinen Schaden von Kanivana bekommen. Du hast mich zu Tode erschreckt. Na, so schnell wirst du mich aber auch nicht vergessen. Doch, denke ich schon. Kevin. Nee, den werde ich nicht schnell vergessen. Ja, wir fordern dich jetzt als Bruder und Schwester heraus. Ach so. Ein Kitty. Und noch ein Kitty. Ja, schon relativ ordentlich, aber wir werden trotzdem euch jetzt richtig fett ownen. Surfer könnten wir zwar einsetzen, Absorber. Auf Goldini, weil auf Tentara ist manchmal ziemlich gefährlich, weil Tentara manchmal so eine Fähigkeit hat, die ziemlich gefährlich ist. Denn dann nimmt man manchmal nämlich Schaden, wenn man Absorber oder sowas halt einsetzt. Wenn man diese Fähigkeit bei einem Tentara findet. Na, die bewirkt halt, wenn man dann einfach mal Absorber einsetzt, dass man dadurch einen Schaden erhält und keine KP vom Gegner. Die Fähigkeit nennt sich Kloakensoße. Ziemlich doof, aber ich finde die nicht so geil, weil man die sowieso so selten findet. Weil welches Pokémon kann schon so oft Absorber oder Megasauger oder sowas einsetzen? Ich finde, dafür lohnt sich die Fähigkeit irgendwie nicht. Dafür gibt es einfach zu wenig Pokémon, die das können. Wow, viele Trainer hier. Hi. Gen. Ich muss wohl irgendwie eingeschlafen sein, als ich mich auf dem Wellen treiben ließ. Ach so, eingeschlafen und nicht ertrunken. Gut. Cool. Wow, drei Pokémon. Na, versuchen wir es mal mit Absorber. Versuchen wir es mal. Nee, es hat die Fähigkeit nicht. Ah, Umklammerung ist nervig. Naturkraft, Surfer, bam. Ja, bringt immerhin schon mehr, muss ich mal sagen. Kratzurie. Nein, nicht Giftstachel. Wenn wir hier draußen irgendwie vergiftet werden, das ist ziemlich scheiße. Wir haben aber noch einen Hyperheiler dabei. Und dieser Hyperheiler wird uns dann retten. War aber gar nicht nötig. Wingull. Smacks AP schlägt sich ziemlich gut, finde ich. Da würde eigentlich auch... Ja, Absorber. Ist halt zwar nicht sehr effektiv, aber normal effektiv, das reicht. Wow, guter Schaden. Nochmal. Ha, super scheint nicht mal daneben gegangen. Es geht nämlich sonst nie daneben. Bei mir jedenfalls nicht. Ja, schon ganz gut. Und nochmal. Ja. Und genau deswegen habe ich jetzt auch gleich mal wieder zu Absorber gegriffen. Tentacher nochmal. Dank Surfer ist jetzt Max LP viel besser geworden. Na, Absorber hat nicht viel gebracht. Kratzurie. Oh, Umklammerung. Yeah, Critical Hit. Ja. Fünfmal.